Also es ist sehr, sehr hilfreich für jemand, der vielleicht selber irgendwann sowas braucht, halt mal zu sehen, wie ein Betroffener das erzählt. Man merkt einfach, dass die Leute das ganz anders erzählen können, als man das selber halt wahrnehmen könnte in der Art. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Von daher fand ich den Film also wirklich auch sehr, sehr gelungen und wirklich eine sehr, sehr gute Hilfe. Phänomenal, kreativ, innovativ. Sowas gab es doch nicht. Hammer. Absoluter Wahnsinn, was ihr hier auf die Beine stellt. Das ist wirklich unvergleichbar. Habe ich noch gar nie erlebt. Mein absoluter Gänsehautmoment war wirklich im Film, als sie das CI das erste Mal aktivieren konnte oder es aktiviert wurde und man einfach auch in ihrem Gesicht gesehen hat, wie glücklich sie war. Also ich hatte wirklich Gänsehaut und habe fast sogar ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Ja, also ich hatte den Film ja im Vorfeld schon mal gucken dürfen, aber klein auf dem Handy. Und also da war er schon, gab es emotionale Momente, aber jetzt so auf der Leinwand, ja, da musste ich wirklich gucken, bitte nicht heulen, du musst ja nachher noch vorstehen. Also es war schon sehr emotional. Es gab einige Momente, wo ich gedacht habe, okay, krass, ja. Dieses, wenn man sich bewusst macht, ohne dieses CI wäre ich hier taub und ich hätte jetzt momentan nicht das Leben, das ich gerade habe. Ich fand es natürlich auch schön, dass einige Freundinnen da waren. Schön zu sehen nach dem Film, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ja, und ich hoffe, dass immer es so weitergeht und sie weiter Fortschritte macht und sie ihre, wie man ja gesehen hat, ihre Entscheidung niemals bereut, sondern anderen da vielleicht einen Anstoß geben kann, dass sie das ebenfalls machen und sich trauen. Das war der Wahnsinn. Und ich bin eigentlich, schwanke ich immer noch zwischen Begeisterung und Nachdenken, weil also was möglich ist, ist unglaublich. Also ich fand es echt super bei dem Event heute. Ich konnte natürlich richtig mitempfinden, wie es war, weil ich selbst zwei Stück trage. Aber ich finde es beeindruckend, wie sie den Alltag gemeistert hat mit CI nach der OP. Das war wirklich ausgezeichnet. Ich finde, der Film war bahnbrechend. Und ich denke mal, den Schritt, das im Kino darzustellen, ist ganz wichtig. Weil da müssen wir, es ist im Alltag, wo die Patienten Probleme haben. Und da müssen sie auch abholen. Deswegen finde ich gut, dass es raus aus dem Krankenhaus, aus der Ecke des Kranken, sondern hin Richtung Lifestyle. Es ist wichtig, dass wir die Patienten da abholen, wo sie sind. Deswegen optimal. Es ist wirklich mit dem Film auch etwas aufgeweckt worden, was da, der Bedarf ist da. Die Menschen wollen wissen, wie es weitergeht. Die Optionen wissen, sie wollen sich aufklären. Und da ist natürlich der Abend und der Film genau eine gute Kombination.